Hallo und willkommen zu einem kleinen Spezialvideo. Und zwar spiele ich Minecraft Seite Alpha. Und ich wollte mal euch mein kleines bescheidenes Heim zeigen auf dem Server, auf dem ich spiele. Das ist der Server von Cid. Ihr kennt ihn vielleicht, wenn ihr Freelancer spielt. Wenn nicht, ist es auch egal. Und zwar ist das der Weg, wenn man von Amen zu mir geht, über den Waldweg. Das ist eine kleine Falle für meine Nachbarschaft, die mir irgendwie die Sicht versperren und hier rumlaufen und gerne in mein Haus reingehen. Bevor ich zum Wichtigen komme. Hier ist ein Eingang. Wo ist hier ein Eingang? Man sieht ihn nicht, ne? Und zwar gehen wir jetzt zu meinem super geheimen Schalter, den jetzt nicht mehr geheim ist, sondern die Position wechselt nach dem Video. Ich probiere das mal. Der Schalter geht hoch zu einem XOR-Gate und der betätigt diese Treppe. Diese Treppe fährt hoch und die Erde hier, die fährt so zur Seite. Zur Seite und das fährt hoch. Und das ist eine Pistentür, die ist hier, die kann man nicht erkennen. Hier unten ist Redstone, hier oben ist Redstone. Die Pistentür klappt hier raus und geht nach vorne raus. Das heißt, es schließt hier eben ab. Danach klappt die Treppe runter und diese Pisten drücken die Erde nach vorne und man sieht nichts mehr. Das hier ist mein Gate-Öffner, wenn man den Schalter hier betätigt. Wenn ich rauskomme und den Schalter hier betätige, kommt man nicht mehr zu mir rein. Und wenn man den betätigt und jemand irgendwie den Schalter gefunden hat, aus irgendwelchem Grund, und hier drauf drückt, öffnet sich wieder eine Lavagrube. Was Schönes. Ich mag Lava. Und zwar gehen wir weiter. Hier ist mein Türöffner und Türschließer. Hier ist, wenn mir jemand folgt und ich keinen Besuch will, drücke ich hier drauf. Und er wird angeschlossen. Was passiert dann? Ich drücke hier drauf. Es öffnet sich eine Grube. Das bleibt meistens zu. Und man fällt da rein. Es ist leider nicht tödlich. Und dann betätige ich das hier. Und das ist der Häcksler. Da unten ist eine Drop Chest und nach 5 bis 10 Sekunden ist derjenige, der da runterfällt, tot. Und wir gehen hier lang in diesen schönen langen an den Tisch vorbei, wo man sich hinsetzen kann, so Besprechungszimmer, was auch immer. Geht und hier hat sich eine Tür geöffnet mit Pistons wieder mal. Ich mag Pistons. Man geht hier runter und kann sein Loot aus der Drop Chest holen, ja? Geht hier runter. Ja, jetzt schaffe ich es nicht. Irgendjemand ruft an, ist egal. Das ist ein kleiner Bug, wenn man die Gates runterklappt. Das heißt, das Gate geht bis hier runter. Und dann kann die Treppe sich nie rausschieben. Das heißt, man muss es timen. Und hier ist eine Drop Chest, man kann es erkennen. Alles wird gedroppt. Von der Chest. Die Tür ist protected. Wie das meiste hier, was man kaputt machen könnte, ist protected. Der Server ist gegen Griefing geschützt. Also ist es mir egal, falls irgendjemand von euch auf die Idee kommt: Hey, ich gehe auf den Server und mach bei Jack alles kaputt. Ist mir so egal. Pussys. Ja. Machen wir mal die Treppe wieder. Reparieren. So. Wieder ist repariert. So, hier geht's weiter. Hier ist eine Baustelle. Eine Geheimkammer, die noch nicht verschlossen ist. Hier baue ich gerade weiter. Das wird ein weiterer Raum. Ist noch nicht fertig. Wird irgendwann fertig sein. Jetzt fragt ihr mich, wieso könnte er sprinten? Ich bin Barbar. Barbaren können sprinten. Damit ich muss einfach slash sprint anschreiben und dann sprinte ich. Das ist so meine kleine Bücherei. Turmgeschichte, hier so ein Glas. Hier kann man einen schönen Ausblick genießen. Hier oben ist mein Leuchtfeuer, das kann ich an- und ausmachen. Jetzt ist es aus, in der Nacht mache ich es immer an. Am Tag mache ich es aus. So ein Signalfeuer, damit man weiß, wo ich wohne. Für Besucher, die sich trauen, irgendwie mich zu besuchen. Das ist meine kleine Küche mit Wohnzimmer und darunter sind jetzt Raptors und da ist Licht, das ist so indirektes Licht, finde ich richtig schön. Hier mit Waschbecken, hier kann man Zeug reinwerfen. Dann geht's so weiter.
Irgendwie lag's gerade, egal. So, da ist mein Schlafzimmer mit so, so einem Schreibtisch, hier mein Bett. So, jetzt sind wir in meinem kleinen Garten. Wow, da ist ein Skelett. Egal, gehen wir mal weiter. War schon. Wenn man hier langkommt, kann man die Aussicht natürlich genießen. Wenn man hier runter geht, hier wird auch noch gebaut. Das habe ich letztens fertiggestellt. Das ist so ein kleines Wasserbecken, Schwimmbad, Wasserspeicher, was auch immer. Sieht recht nett aus mit Sand. Hier wollte ich eigentlich weiterbauen an Gang, dann in weitere Räume. So, das ist so ein Saal, so ein größerer Saal. Ich weiß nicht, was ich daraus mache. Mit recht schönem Ausblick. Das ist ein Aussichtsturm, mein zweiter. Der war jetzt ein bisschen mehr Arbeit, da ich überlegen musste, wie ich die Treppen so anordne, dass man glaubt, dass es rund ist. Ja. So, hier oben angekommen, kann man noch mehr erkennen. Da wieder mein schönes mein Büchereigedöns, der Mond, die Nachbarschaft und so. Bald kommt mehr. Vielleicht mache ich auch ein letztes Gedöns Minecraft, wie ich meine Pisten dort gemacht habe mit Treppen und der ganzen Mechanik. Ist ein bisschen kompliziert, ist nicht für kleine Mädchen. Vielleicht. Vielleicht auch doch. Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich mal so ein Ding, falls jemand Interesse hat, wie man sowas baut. Ist eigentlich ziemlich leicht, da es eigentlich die drei Schaltungen sind. Also die Pistentor-Tür ist am schwersten zu bauen. Oh, ich sprinte jetzt mal weg. Ja. Hässlicher Scheiß Skelett. Die Pistendor, wo bin ich? Ja, genau. Die Pistendor ist am kompliziertesten, finde ich, von allen zu bauen. Die Heidenstair, also die Treppen, die sich einklappen, ist dann ziemlich einfach. Das ist hier auch das ganze gleiche Prinzip. Hier ist das gleiche Prinzip wie draußen und die Mechanik der Treppe, dass sie sich ein bisschen hochfährt, ist auch ziemlich simpel. Ich glaube, das kriegt man in zwei Parts rein. Hier sieht man meine Nachbarschaft, die besteht aus 12-jährigen Kiddies, die irgendeinen Scheiß bauen. Viereckige Bunker ohne Fenster und so ein Dreck. Ja, es ist dunkel. Und ich bin als einziger, glaube ich, auf dem Server. Ich lege mich hin und ist so ein kleines Spezial. Ich wollte mal mein Haus zeigen. Wird gern besucht auf dem Server von vielen. Ich mag Armin. Und reinhauen, vielleicht mache ich wirklich so ein Let's Build Pistendor mit Treppe plus Mechanismus, um die Treppe verschwinden zu lassen. Und so. Viel Spaß noch und tschö.